Wir freuen uns, dass wir Norbert Neuretter heute interviewen dürfen. Norbert Neuretter ist der erste graduierte Psychodramatiker, der nur von österreichischen Lehrtherapeuten und Lehrtherapeutinnen ausgebildet wurde. Er ist seit 1990 Regionalsektionsleiter Wien im ÖRGG und seit 2007 Sektionsleiter der Fachsektion Psychodrama. Er ist seit 40 Jahren Mitglied des ÖRGGs und seit 1991 Lehrtherapeut. Ja, und in sehr guten Zeiten waren bis zu 100 Personen in seinen Gruppen pro Woche. Also das heißt, das war ein reger Austausch an Psychodrama. Ja, Norbert, was wir dich fragen möchten, ist, was ist für dich überhaupt Psychodrama? Ja, Psychodrama ist Begegnung. Und zwar in eher einer leichten Form am Anfang, wo halt erst im Laufe der Begegnung und Auseinandersetzung mit den verschiedenen Rollen und Rollenerwartungen, also immer ein bestimmter Prozess, der psychodramatische Prozess zu laufen beginnt und der dann gerade mit den Techniken des Psychodramas gut zu nutzen ist, also das ist so, oder gut zu verwenden ist. Das, was so für mich das Psychodrama persönlich ist, es war meine erste Begegnung oder eine meiner ersten Begegnungen des Psychodrama in der Arbeit mit Gruppen, weil zu dem Zeitpunkt, wie ich mich entschieden habe, Psychodrama die Ausbildung zu machen, war ich Leiter von einem therapeutischen Wohnheim von Jugendlichen und habe mit den analytischen und tiefen psychologischen Aspekten meiner Ausbildung als Sozialarbeiter und auch mit der Gruppendynamik, damals waren das so 76 die einzigen Möglichkeiten, UNVD etwas zu lernen, war mit verwahrlosten Jugendlichen nicht zu arbeiten. Und das Schöne am Psychodrama ist, dass Gott mit verschiedensten Personen in Begegnung gehen kann, unterschiedlichen Level. Eben wenn es möglich ist, dieses szenische Verstehen, dass man das irgendwie hat oder dass man das erfassen kann. Und das ist das Schöne beim Psychodrama. Du hast ja einen sehr spannenden Werdegang als Psychodramatiker. Kannst du uns schildern, was dich zum Psychodrama geführt hat und wie deine Ausbildung ausgesehen hat? Naja, zu dem Zeitpunkt, also das Psychodrama ist ja als Sektion im ÖRGG seit 1976. Und diese Startgruppe oder diese Pioniergruppe hat die Ausbildung damals bei Friedemann gemacht. Und die waren 76 fertig oder so und haben begonnen, so die ersten Gruppen zu machen und Ausbildungen zu machen. Und ich war selbst damals eben Heimleiter, also wie ich schon gesagt habe, mit dissozialen Jugendlichen, die mehrere Vorstrafen gehabt haben. Und habe diese Problematik zu lösen gehabt. Es gibt keine Erfahrung mit solchen Leuten. Die einzige Erfahrung, die war, dass sie halt Heimfluchten gehabt haben. Das war gerade die Zeit des Umbruches, wo die Heime verkleinert worden sind in Wohngemeinschaften und so weiter. Und das eigentlich mein Heim war nicht mehr eine Wohngemeinschaft mit 8 bis 10 Jugendlichen. Das habe ich dann schon ausgebaut. Aber eben mit den Kenntnissen vom Psychodrama ist das nachher möglich gewesen, das so auszubauen, dass das war die therapeutische Kerngruppe, dann die Entlassgruppe, die dann schon in anderen Wohnungen gewohnt haben, die halt schon mitbetreut worden sind. Und dann habe ich noch an einer Kriseninterventionsstelle gemacht, die erste Notschlafstelle, die es überhaupt gegeben hat in Österreich. Ja. Also das war so, und dass ich da ein Instrument habe ich da gefunden, wo man mit diesen psychodramatischen Techniken des Rollentauschs, des Rollenwechsels und vor allem auch diesen psychodramatischen Prozess, weil diese Jugendlichen schwerpunktmäßig 24 Stunden in Aktion waren, also das überhaupt zu erfassen und zu verstehen, was sie da abspielt mit diesen Leuten und wenn sie zusammenleben. Also das war so also mein Zugang. Es war eine Fortbildung, ja. Es war wirklich eine Fortbildung. Und noch nicht mehr. Es ist ja ein therapeutisches Know-how, es hat sich erst langsam entwickelt, weil das Psychodrama zu dem Zeitpunkt ganz wenig Theorie gehabt hat. Es hat gibt ein Leutzer Buch, von Franzke ein Buch und vielleicht nur ein, zwei Bücher
Und mehr war nicht. Es war aber englischer Raum, angelsächsischer Raum, wo aber auch wenig war. Also es war eher sehr dünn. Also es waren die Techniken nicht erklärt, es war ganz wenig. Ja, es war wenig Know-how da. Und was war da sozusagen dein Fundament? Worauf hast du dich dann theoretisch gestützt? Na, das war's, na, es sind zwei Ebenen. Ne? Das eine ist, ich war faktisch User. Und das, was war, es war möglich, mit Hilfe von ganz wenigen Techniken, wenn man sie wirklich eloquent macht, einen Prozess in Gang zu bringen, ohne viel zu machen. Das, was schon wesentlich war, war das Verständnis, was ist die Hintergrundbühne der Jugendlichen oder der, dann auch später der Erwachsene. Also mit denen hat es begonnen. Also das war es war praktikabel. Also ich bin wirklich über die Praxis eingestiegen und es hat sich bewährt. Also ich denke nur, wenn ich eine Szene da beschreibe, wo ich faktisch, wo das war so mit dem, da gibt es diese Mondokane-Filme, das ist so, wo sehr grausige Szenen also, ja, gezeigt wurden. Und den Jugendlichen, der war sehr zwangsstrukturiert, der hat seine Fische gewaschen und dann waren sie tot, also in einem Aquarium, also er war wirklich ein schwieriger Jugendlicher und mit sehr viel Aggressionspotenzial, mit einem hohen. Und das, was ihm so fasziniert hat, war, wie hat diese Nadeln durch die Wange, man hat so gesehen bei der Großaufnahme, wie die Nadel durch die Wange gezogen wird. Und das hat er alles dann demonstriert am Tisch, hat das vorzeigen können. Und eben dieses Raum geben, Bühne geben, Szene spielen können, das war der Zugang, über den ich jetzt zum Psychodrama gekommen bin. Und das, was auch sich bewährt hat, also mit den Jugendlichen ist er gegangen. Und mit denen haben wir durchgebracht. Der war wirklich 3,5 Jahre bei uns. Obwohl schwerst aggressiv, hat Leute verprügelt. Sonst noch was und ja, also ist es gegangen. Weißt du, wie sein weiterer Werdegang war, dieses Burschen? Ja, der hat sich stabilisiert, hat dann eine Familie gegründet, war Buschauffeur bei der Stadt Wien. Ja, also ist mit seinem großen Gelenksbuch durch Bus durch die Gegend gerauscht. Und das hat ihm so gefallen. So konnte er sehr wohl Verantwortung übernehmen und sein Leben auch positiv gestalten. Und einen haben wir gehabt, der hat gesagt, naja, wie er von uns weggegangen ist, sagt er, Norbert, ich nehme von euch allen Bilder mit. Und bei bestimmten Szenen hole ich mir das Bild und dann weiß ich, was ich zu tun habe. Also diese Hilfsich-Funktion, wenn man so nennen möchte, war ein ganz wichtiger Faktor. Und das Verständnis, dass wir so etwas haben. Ne? Also ich habe auch die Gruppen, wenn ich Gruppen mit den Jugendlichen gemacht habe und ich relativ zeitig begonnen habe, in der Unterstufe mit Gruppen, war so, aber immer gehabt 2, 3 Hilfsicht dabei. Also meine Erzieher waren dabei, also die Dienst gehabt haben und so weiter. Ja, das wäre sonst nicht machbar gewesen. Allein mit 8, 10 Jugendlichen schafft man es nicht. Aber da waren 3, 4 dabei und es war Gegengewicht und über das haben wir dann auch. Also du hast ein klassisches Psychodrama im Sinne Morenus gemacht. Wo sehr viel die Hilfe sich auch beitragen haben und sehr viel eine Reflexion gegangen sind mit ihnen und immer den Brückenschlag gemacht haben. Also das war das Wichtige. Und das Anwärmen, wenn man so nennen will, die Anwärmphase vor der Gruppensitzung war immer das Essen. War das gemeinsame Essen. Also eine Tafel mit 15 Leuten oder 12 Leuten. Da werden auch mehr Richter eingeladen oder den Präsidenten vom Gerichtshof und so weiter. Und wo wir halt gemeinsam gegessen haben und dann sind wir in die Gruppensitzung gegangen. Also mit diesen Hilfsich und das war der spannende Teil und die haben auch Rollen übernommen. Und dort habe ich auch manchmal Betreuer verloren. Also zum Beispiel eine, die war neu bei mir und aus irgendeinem Grund hat gesagt, sie will spielen. Na gut, haben wir gespielt, ein Piratenschiff. Also nie mehr Aktionsmethoden, also wo aktionistisch orientierte Leute sind, da noch Aktion drauflegen. Aber es hat auch für sich gut gepasst. Und dann haben sie gesagt, wir brauchen einen Müllkübel. Und dann haben sie diese neue Betreuerin genommen, haben sie das Müllkübel an den Mast gestellt und dann haben sie dort alles Mögliche reingeworfen, nämlich auch jetzt auf der Symbolebene. Und das hat die Frau nicht ausgehalten, die ist weinend davongelaufen und nie mehr gekommen. Das war zu viel. Also da habe ich auch zu wenig noch Stützungsmöglichkeiten gehabt. Oder auch gekannt, wie man das überhaupt macht. Aber ja, damals waren Experimentierzeiten. Es war toll zum Entwickeln. Ja. Wer waren denn deine Ausbildner und Ausbilderinnen? Na, die sehr prägend war die Barbara,
Wackers Erlacher. Also bei der habe ich die Unterstufe gemacht. Und die da, also begonnen hat es mit einem Demonstrationsworkshop, wo sie Einzelarbeit gezeigt hat, Gruppenarbeit, dann einfach so die Begegnung, wie man das mit der Gruppe machen kann. Das war eine Gruppe von, ich schätze so, was ich in Erinnerung habe, so von 18, 20 Leuten. Und davon hat sich eine Gruppe gebildet, die war halb-halb, also halb Männer, halb Frauen, wo aber viele Selbsterfahrungen gemacht und trotzdem, also nur Selbsterfahrung, keine Ausbildung. Und waren 16 Leute, also das war eine sehr große Gruppe. Und ja, waren sehr spannende Prozesse und sie war sehr bemüht und hat das auch gut hinbracht, diese Gruppe, und hat auch diese Grundtechniken ja, auch gut vermitteln können und erklären können. Und von diesen 16 Leuten sind nur 6 und weitermachen können. Also sie war da ziemlich klar in den Entscheidungen. Und ich war der 6. Der hat nur irgendwie mit einer kleinen Auflage durchgerutscht ist und so. Und ja, aber der Rest war, hat sie nicht weitergelassen. Nach welchen Kriterien ist sie da vorgegangen? Naja, Rollenflexibilität. Also das heißt, wie weit kann jemand Rolle übernehmen? Und wie weit Rollenflexibilität und dann die Reflexionsfähigkeit. Ich mache sehr stark am Blieben in den Rollen geblieben sein. Und dort, wo die Spontanitätslage zu groß war, im Sinne von, dass die Leute nur ins Agieren kommen sind. Also nicht ins Miteinander, in Begegnung, sondern nur in die Action. Und da war eine Frau drinnen, die war Schauspielerin, die wollte nur schauspielen, wollte immer Anerkennung für die Rolle, die sie gekriegt hat. Und die hat es natürlich nie gekriegt und das waren halt immer sehr spannende Geschichten, was da gelaufen ist. Aber es war damals eben ein anderer Zugang. Viele Leute haben das gemacht aus Selbsterfahrung, kaschiert aus Ausbildung und sind dann, haben dann auch aufgehört. Und ja, 6 sind dann, und von diesen 6 haben 3 mich weiter begleitet noch. Darf ich dich auch noch fragen, nach welchen Richtlinien wurde da die Ausbildung gestaltet? Hat man sich da angelehnt an die Ausbildungen in Deutschland oder hat man da ein eigenes Curriculum entwickelt? Es war eher das deutsche Curriculum, also mit Unterstufe, Oberstufe und Theorie-Seminare. Wobei es war eher so Theorie-Seminare, weil es ein wenig Theorie gegeben hat, waren das auch zum Teil entlehnt aus anderen Methoden, wo man halt einmal ein Gestaltseminar gemacht hat oder Gruppendynamik. Und damals war Gruppendynamik zum Beispiel vorgeschrieben. In der Unterstufe hat man müssen 2 Blöcke haben. Und in der Oberstufe auch. Also das war Gruppendynamik, war damals zwingend vorgeschrieben in der Ausbildung. Und waren auch spannende Erlebnisse für mich. Später habe ich schon erlebt, dass viele Psychodramatikerinnen sich vor der Gruppendynamik bei diesen ganzen Sessions gefürchtet haben. Aber es war halt auch eine Form von Begegnung, aber der andere Art. Also man muss es eher so sehen. Aber im Prinzip war es, wenn man es so nennen will, war es preislich damals so auch Mittelding, Ausbildung, also von mittlerer Kostenfrage. Hat kostet so an die 7.000 Schilling damals. Und ja, hab der gestaltet damals so an die 80, 85 gekostet. Also das war so in der Größenordnung. Und du hast dann schon angedeutet, du bist dann mit 5 anderen weiter in die Oberstufe gegangen. Wer hat die geleitet und wie ist die abgegangen? Nein, von diesen 6 sind nur 3 mehr mitgegangen, 2 mitgegangen. Okay. Und das war der Helmut dann, Helmut Haselbacher war der Nächste. Der hat die Oberstufe gemacht, weil der hat damals nirgends eine Unterstufe gehabt. Es waren aus insgesamt 4 Unterstufen, wurde diese eine Oberstufe mit ca. 12 Leuten gemacht. Und es war 5 Jahre überhaupt kein Angebot. Es war auch wieder die erste Oberstufe. Und dazwischen sind auch wieder Gruppen gestartet gewesen. Aber es war kein Zusatzangebot für Oberstufe. Und erst wie wir das in die Hände genommen haben, wurde diese Oberstufe überhaupt seitens der Verantwortlichen überhaupt gestartet. Also es war so ganz eigenartig. Die haben das uns überlassen, wenn wir uns holen, holen wir uns beim Externen, von außerhalb oder wie immer. Und dann haben wir uns entschieden für den Helmut, weil der damals keine Unterstufe gehabt hat. Ja, so war das also. Und ja, und aus dieser Oberstufe
sind eben graduiert worden, 6 oder 7 Leute. Die sind zum Teil noch irgendwie in der Szene, aber sind zum Teil auch schon wieder aus der Szene raus. Ja, das eine war die Gundi Vater. Die war ja Zeit da. Die war ja lange auch im Lehrkörper. Ja, ja, die war ja auch verantwortlicher Zeit, also die Vorsitzende, ein Jahr. Dann der Christian Jorda, der war damals, das war der zweite. Also die zwei waren noch länger im Lehrkörper mit mir zusammen und sind aber dann alle ausgeschieden. Also ich bin als einziger faktisch überblieben aus dieser Gruppe. Und der Helmut war der Leiter oder war auch ein Mitglied dieser Gruppe? Na, der Helmut war Leiter. Er war Oberstufenleiter und ja, hat eher einen sehr, wie soll ich sagen, sehr gewährenden analytischen Stil gehabt. Hat einfach nichts getan. Und dann haben wir die Gruppen agieren lassen und spielen lassen und so weiter. Und dann hat sich schon immer wieder dann eine Szene daraus entwickelt und das hat er dann mit, wie soll ich sagen, mit gemeinsam dann reflektiert, was sie da jetzt dann abgespielt hat. Und das war sehr lehrreich. Damals gab es ja auch einen Zweig der analytischen Psychodramatikerinnen und Psychodramatiker mit dem Gustl Ruß. Mhm. Und ich habe auch gehört, dass der Gustl Ruß auch mal eine Unterstufe geleitet hat. Wie war das da? Gab es da damals mehr Verbindung mit den analytisch orientierten Psychodramatikerinnen und Psychodramatikern? Und wann gab es da sozusagen die Trennung? Naja, mit Gustl war immer die Auseinandersetzung, nicht beim analytischen Psychodrama geht es darum, dass der Leiter mitspielt. Und diese Auseinandersetzung ist immer gelaufen. Also das war so zum Teil auch, wo sie immer gesagt haben, ja, es war auf der einen Seite sehr viel Respekt vor ihm, weil er beim Uwe Segers draußen war in dieser großen psychiatrischen Klinik. Ins Westen, wo es eben eine Abteilung gegeben, eine eigene Station gegeben hat, wo nur Psychodrama gemacht wird. Eine andere Station hat es dann mit Gestalt zum Beispiel oder Analyse und so. Und da hat er eben irgendwie einen eigenen Stil mitgenommen, weil ihm das am besten passt hat und ist dann schon in Auseinandersetzung gegangen mit den anderen Lehrtherapeuten. Und wo eben sehr stark die Auseinandersetzung dann gelaufen ist, also eben mit Annelies Schichut, Barbara Ernacher und ihm, also das waren die drei Extreme, wo das dann im Lehrkörper dann schon ziemlich heftig noch mit diskutiert worden ist. Und da bin ich gerade als Youngster dazugekommen zu diesen Geschichten. Ich dachte, habe ich noch gar nichts verstanden, was da immer redet. Und da sind wir darum gegangen, was ist Bühne, was ist Szene und vor allem, wo ist die Rolle des Therapeuten. Und das hat sich dann eben so weit, ist dann so weit gewesen, dass der Gustl dann ausgeschieden ist. Und wir halt eher, und wir den, und das war die Auseinandersetzung, ist das Psychodrama eine humanistische Methode oder tiefenpsychologisch orientierte Methode, die ist ja damals begonnen, diese Auseinandersetzung. Und also die haben mit dem Ausscheiden von Gustl. Nein, das, aber mit ihm hat der Prozess schon begonnen. Mhm. Und wie wir uns entschieden haben, dass eben das eine humanistische Methode ist. Und nicht eine tiefenpsychologisch orientierte Methode. Und da haben wir uns begonnen auch zu unterscheiden von den deutschen Marineinstituten, die da eher tiefenpsychologisch orientiert auch die Theorie gehabt haben. Und wir waren aber dann notgedrungen, haben uns dann wieder auseinandersetzen müssen mit der ganzen eigenen Theorie des von Marino und haben dadurch diesen Weg sind wir gegangen. Wir sind jetzt im humanistischen Cluster. Also unter Anführungszeichen bei den Punkten füllen. Ja, also, ja. Und das sind wir auch immer geblieben. Und das war die Auseinandersetzung, wo das gut war mit ihm, dass das damals gelaufen ist. Und er hat auch eine Lehrtherapeutin rausgebracht. Also, das war die, eine Salzburgerin, also ich weiß, fällt jetzt der Name nicht ein. Die hat auch eine Gruppe oder zwei Gruppen in Salzburg, also Unterstufen auch gemacht. Ist aber dann weggegangen. Ja, die Maria Rubi war das, genau. Und die ist aber dann weggegangen, weil sie im eigenen Institut gemacht hat, über ein verkehrspsychologisches Institut,
wo sie gesagt hat, sie kann das alle nicht mehr machen. Das geht sie nicht mehr aus. Und dadurch war aber dieser Zweig dann eigentlich weg. Also die war auch eher analytisch? Oder? Ja, es war immer wieder gekommen mit den ganz analytischen Begriffen. Ja, und dann haben wir halt uns begonnen zum Auseinandersetzen und dann ist es immer klarer geworden, was es ist. Und da waren halt weitere Entwicklungen dann, die eben im Monodrama war zum Beispiel so eine Entwicklung, dann die ganzen Hinterfragen der Techniken, Rollentausch, Rollenwechsel dann, und diese Formen hatte. Wann hat sich denn so eine Auseinandersetzung mit der psychodramatischen Theorie entwickelt? Wann war da so der Start? Weil du ja gesagt hast, am Anfang war das etwas sehr Rares oder es gab kaum Publikationen. Naja, das hat mit der Geschichte zu tun, des Psychodramas in Europa. Und zwar, ich habe das einmal rausgearbeitet im Rahmen von einem Symposium, habe ich das praktisch wie eine Familienrekonstruktion, aber auf Gruppenebene gemacht. Und die Frage war, wieso wird so wenig geschrieben? Wieso gibt es so wenig Literatur? Es hat nur gegeben von der Caroline Hochreiter damals das Buch da über das Kompendium, eben an den Leuten und dann vielleicht noch ein paar Sachen, aber es ganz wenig. Also es war wirklich wenig im deutschsprachigen Raum. Und das, was rausgekommen ist, dass die Töchter es nicht zulassen, die Töchter lassen es nicht zu, dass zusätzliche Werke zum Vater sein Werk geschaffen werden. Und die Töchter waren Leute, Straub und Ähnliches, die bei ihm direkt waren im Kontakt. Und das war für mich faszinierend zu sehen, bei der Verabschiedung der Sektion Psychodrama in DRGG waren alle die beim Moreno direkt in Gruppen waren zusammen. Da sind die gekommen, waren ein richtiges Seniorentreffen damals. Und das, was so eigenartig war, also von der Atmosphäre her, weil wir waren da geladene Gäste, wir haben uns das halt angeschaut damals, diese Treffen, da waren so 60, 80 Psychodramatiker da, war so, dass wie die im deutschen Raum, jetzt haben wir so eine, wie die darauf beharrt haben, dass sie es wissen, weil sie bei Marina waren. Und dabei ist der Prozess schon ganz anders gelaufen, ne? Auch bei uns und so. Ne? Aber das war 2010 oder so, oder 2008. Und das war sehr spannend, das zu sehen, weil sich das bestätigt hat für mich, wie ich dieses Symposium, wie ich diese Großgruppen gemacht habe und das halt versucht habe, da aufzuarbeiten, wo das auch rausgekommen ist und wo alle nicht sehr zufrieden waren, aber es war so. Und erst die Enkel und Urenkel schreiben. Also das ist ja das Spannende, wenn man das genau anschaut, sind das schon die Urenkel eigentlich oder Ururenkel und die schreiben, aber wie die Feder wächst. Ja, also das ist so, das ist für mich das der Spannende, also das ist ein unheimlich spannender Prozess. Weil sie dieser Ansatz von damals, der in der Großgruppen gemacht hat, ist so in Form eines Soziodramas gemacht, weil sie der bestätigt hat. Also das war so, dass die wirklich das blockiert haben. Und das stimmt auch. Die haben zum Teil Leute in Deutschland aus ihren Gruppen dann ausgeschlossen, weil sie dann so was immer war. Und die haben halt wieder ein eigenes Institut gegründet, ein neues Institut gegründet und deswegen ist das Deutschland so zerrissen mit den Instituten und bringt nicht das zusammen, was wir zusammenbringen. Als wichtiger Meilenstein in der theoretischen Entwicklung des Psychodramas wird ja auch immer wieder die Einführung des oder die Aktualisierung des Psychotherapiegesetzes gesehen. Wie siehst du das? Welchen Einfluss hatte das Psychotherapiegesetz von 1992 auf die Psychodrama-Ausbildung? Enorm. Enorm. Erst einmal war es eben notwendig, also damals war es so, dass Psychodrama war gruppenorientiert. Man hat zwar Einzelarbeiten auch gemacht, mehr oder weniger gut. Man hat imaginiert oder sonst was, aber eher Gesprächstherapie gemacht, sitzend. Und dann ist es aber zwangsweise zur Entwicklung des Monodramas gekommen. Und die Auseinandersetzung mit dem Monodrama hat begonnen so richtig 89, 90. Da hat es begonnen, also das Psychotherapiegesetz war 91, aber es hat in dieser Phase schon begonnen. Ja, klar war, oder noch früher, man muss das machen, sonst werden wir nicht anerkannt werden. Nicht, weil der ÖRGG ist als großer Bildungsträger und die zweite große Organisation war damals die Gesprächspsychotherapie.
Und diese beiden großen Organisationen haben 70% oder 80% ihrer Mitglieder waren keine Psychologen und keine Ärzte. Und die großen Organisationen haben gesagt, das muss in der Regelung gefunden werden. Und dadurch ist man aus Proprietätigung gekommen. Also die waren, diese beiden großen Organisationen, vertreten durch ihre Protagonisten, also beim ÖGG war es der Schinder, der Raul. Und da war der Markus Hochkerner schon dabei, der ist immer mitgelaufen und hat faktisch das Protokoll geführt. Der war damals ein Youngster mit, was ich, 35 Jahren. Und der Wolfgang Keil, also die waren die beiden Federführenden, die das versucht haben durchzusetzen. Der eine war Psychiater und der andere war Theologe, haben wir so, ne, wie so ein Herkunftsberuf. Und beide waren aber sehr interessiert, ihre Organisation, dass es das geht. Und dadurch ist das zustande gekommen. Und das, was halt wir machen, und das war immer so, ja, wir müssen Einzeltherapie machen, wir müssen es kreieren, wir müssen aus dem Gruppenprozess was übernehmen. Und da ist die Barbara dann gekommen mit dem, dass sie gesagt hat, sie nutzt die Dinge im Raum. Und da haben wir dann die Stehlampe oder irgendwas, was immer das halt verkörpern könnte, von dieser Szene, welche Rolle das sein könnte und so weiter. Und das war so der Beginn der Diskussion und dann hat sie ihm das Buch geschrieben. Und da hat sie mit mir lang Kontakt gehalten, dass ich ja Mitschreiber, also Co-Autor bin. Aber es war damals, ich war damals voll beschäftigt und habe gerade Kinder gekriegt und so, also das war ihm nicht machbar. Und dadurch bin ich halt nicht auf einem Buch gewesen. Ja. Also das war so der prägende Punkt. Aber die Entwicklung des Monodramas ist eindeutig angestoßen worden durch das Psychotherapiegesetz. Und dann noch einmal die Definitionen, was ist Psychotherapie? Was sind die psychotherapeutischen, was ist die Theorie? Weil dann auf einmal haben wir müssen erfinden, alle möglichen Sachen, die haben wir vorher nicht gehabt. Rollentheorie war nicht in dem Ausmaß vorhanden. Rollenpathologie war sehr weit weg. Also das haben wir alles faktisch aus diesem Prozess heraus ist das angestoßen worden und entwickelt worden. Und zum Teil ist es ja damit dort gestanden. Aber wir haben das müssen füllen. Und das ist aber, wenn man so nennen will, das ist die Qualität des Psychodramas. Dass sie auf Situationen eingehen kann, dass man was machen kann, dass man den kreativen Prozess einmal, also als erste Blockierung an sich anschaut, den kreativen Prozess angeht. Und dann ist das entstanden, was es heute ist. Nicht? Und heute ist es also eine tolle Sache, was sich da entwickelt hat. Wie siehst du die Kooperation mit der Donau-Universität Krems? Ja. Warst du auch ein Befürworter, dass die Ausbildung akademisch werden soll, oder warst du da eher ein Gegner davon? Nein, ich war dafür. Mit zwei Gründen. Ich bin eher ein Pragmatiker und sage, wenn es die Möglichkeit gibt und wir das füllen können, dann bringt es auch einen Marktvorteil. Also das ist, ich habe eher diesen pragmatischen Ansatz gehabt. Wobei, und der zweite Teil war dann schon der, dass ich gesagt habe, okay, und die Theorie kommt einmal mit an. Egal wie immer diese Universität ist, die war damals noch nicht so groß wie heute, werden wir einen Theorie-Input haben. Und zwar aufgrund dieser ganzen Masterthesen, aufgrund der ganzen Lehrbehelfe, die dann entwickelt worden sind. Es waren dann die Skripten auf einmal da, das war ja alles vorlagepflichtig. Und also, wie man tolle Entwicklung kommt, nicht, wenn man so nennt, wir haben ja zwei Entwicklungsschübe gehabt. Das erste war das Psychotherapiegesetz. Und das zweite war faktisch im theoretischen Bereich hinein und Aufarbeiten der ganzen, des Psychodramas und des Potenzials des Psychodramas. Das ist passiert durch die Donau-Universität, durch den Anstoß. Und am schönsten sehe ich noch diese Unterschiede, faktisch in dem Bereich, wo wir nicht mit der Donau-Universität kooperieren, in der Sektion, also im Ausbildungsbereich, wie wenig fundiert manchmal da Informationen weitergegeben werden. Also Lehrinformationen, während bei uns das im psychotherapeutischen Bereich sehr, sehr fundiert abläuft. Du hast ja auch lange den B3-Bereich geleitet, das ist ein pädagogischer Bereich, also wo es um Bildung geht, um Beratung geht.
Was war da dein Anliegen? Und du bist ja auch eigentlich so der Gründervater dieses Parts des Psychodramas. Was hat dich dazu bewegt? Naja, es war so ein eigenartig, also wir Sektionsleiter waren, bin, oder machen es vielleicht noch anders. In meiner Geschichte, in meiner persönlichen Geschichte, habe ich das Psychodrama ja nicht nur in Selbsterfahrung oder in therapeutischen Gruppen angewendet, sondern ich habe im Trainingsbereich viel gearbeitet, also beispielsweise gemeinsam mit einem Kollegen ein Trainingsprogramm entworfen für die Stadt Wien, ein großes. Und das ist alles mit psychodramatischen Settings abgelaufen. Also mit, wo es darum gegangen ist, ein System zu entwickeln und so weiter. Und das war immer ein großer Auftrag mit über 20.000 PC-Arbeitsplätzen, also was wir damals gemacht haben. Und das über 10 Jahre. Also es gibt solche Sachen, wo man das sehr gut im Organisationstraining verwenden kann, auch in der Organisationsberatung und im gesamten pädagogischen Bereich. Genauso ist es geht es um Gruppenarbeit, also nicht um Gruppentherapie, ist es auch möglich, Gruppenarbeit zu machen im psychosozialen Bereich, jetzt im weiteren Sinn. Und dort ist eigentlich die Kraft des Psychodramas auch. Also nicht nur in der Therapie, das war ein Schwerpunkt, den haben wir jetzt auch faktisch, dort gibt es nicht mehr. Also das ist einmal, die Grenzen sind erreicht. Und der zweite Bereich ist jetzt in dem Sektor, wo auch das, wie soll ich sagen, die soziale Kompetenz des Psychodramas gut gelebt werden kann. In der Rollenwahrnehmung, im Aufbau von bestimmten Wahrnehmen von blockierten Rollen und das halt besprechbar machen und reflexionsfähig zu machen. Und dort ist Psychodrama einfach eine hohe Kompetenz und wird zu wenig genutzt und ist auch zu wenig bekannt. Also in dem Sektor ist es überhaupt nicht bekannt. Und dort gehört das eben ausgebaut. Und ich glaube auch, dass da ein guter Weg jetzt beschritten wird. Und wir haben jetzt momentan ja sehr gut laufende Bereiche. Also das heißt, das eine ist das Psychodrama-Theater von der Maria Schönherr. Dann das die Psychodrama-Leiter, also den der Helmut, sehr standhaft 10 Jahre jetzt durchgetragen hat, aber jetzt also im Übergib. Und dann die Aufstellung, die auch gut läuft, und der Lebens- und Sozialberater im Kern, der läuft auch. Also das heißt, wir haben momentan 4 Bereiche, und es werden noch 1 oder 2 Bereiche dazukommen. Und vielleicht ist es auch möglich, ganz bestimmte Gruppenweiterbildungen zu machen, so Gruppenarbeitsweiterbildungen. Aber das wird sich dann zeigen, aber eben im psychodramatischen Hintergrund. Also der Bereich ist, dort ist, wenn man so nennen will, in der Psychotherapie ist das Psychodrama eingezwickt durch die Schule, was eben eine Ausbildung ist. Und im B3-Bereich könnte man das kreative Potenzial des Psychodramas gut leben. Also da ist viel noch möglich und das sollte man noch ausbauen. Du hast ja viele Funktionen inne gehabt. Du hast die Vereinsarbeit nicht gescheut, dankenswerterweise. Du warst auch mal Sektionsleiter oder der regionalen Sektion Wien, gemeinsam mit der Inge Bohlen, Und warum, was war da das Wichtige, diese Regionalsektion zu gründen? Wie habt ihr da gemacht? Was war die Idee dahinter? Ja, es ist so, der LGG hatte diese Strukturen der Regionalsektionen und da war ihm klar, und das haben wir im Psychodrama besprochen, also faktisch im Ausbildungsausschuss besprochen, oder damals war das nur die Lehrtherapeutengruppe, da wäre notwendig, was zu tun, um den Ausbildungskandidaten die Möglichkeit zu geben, rechtzeitig abzuschließen, also ohne Propertätigung. Nicht ohne, sondern dass sie rechtzeitig abschließen, sondern dass sie gleicher graduiert haben und gleich anerkannt werden als Psychotherapeuten. So ist es. Die nächste Gruppe war dann ohne Propertätigung. Und da war eine Überlegung, ob ich das mache im Rahmen der Regionalsektion Wien. Und was wir davon haben, haben wir das halt hin und her diskutiert und dann war die Entscheidung, also okay, ich mache es. Und für mich persönlich war es auch eine Möglichkeit, mit vielen zusammenzuarbeiten. Ich habe damals auch mehrere, eben nicht nur die Psychodramas-Ausbildung gemacht, sondern ich habe mir angeschaut, die Gesprächspsychotherapie.
Also die Klienten sind durch die Gesprächspsychotherapie, ich habe die systemische Ausbildung gemacht, die zu dem Zeitpunkt damals war. Ich habe ein paar Hypno gemacht, diese Bereiche hat noch dazu gemacht. Und das dann einfließt halt in die therapeutische Kompetenz. Und aufgrund dieser Querverbindungen war es mir möglich, mit vielen zusammenzuarbeiten, weil ich viele gekannt habe. Und so in dieser Doppelrolle habe ich da sehr viel zusammengearbeitet, damals mit der Anneliese Schickert, die ja ebenfalls Lehrtherapeutin bei den Systemikern war und bei uns. Und da haben wir auch so eine gemeinsame Sprache entwickelt. Und also mich vorhin gefragt, das wäre aber meine drei wichtigen Personen. Die dritte Person war die Anneliese Schickert. Die hat mich da sehr unterstützt in dieser faktisch Rollenfindung. Und mit der habe ich auch viel zusammengearbeitet. Und ich schätze so, also ich habe eine Unterstufung gemacht mit ihr und habe dann, ich schätze, eine 40 oder 50 Seminare mit ihr gemeinsam gemacht. Also wir waren ziemlich heftig unterwegs. Und das war sehr fruchtbar. Und von daher waren wir so nämlich in den Lehrtherapeuten-Ebene, hat mich die Anneliese dann hineingehoben. Mit der habe ich da viel gemacht gehabt. Und ja, und deswegen war damals die Überlegung als regionalen Sektionsleiter, da eben so große Veranstaltungen zu kreieren und zu machen und eben den Dullinger Kugel wieder aufleben zu lassen. Aber vorher in den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre war das ein reines Gruppendynamikstraining dort, so ähnlich wie heute Mühlendorf oder so. Und wir haben das dann groß ausgebaut und haben dann alle Methoden angeboten. Dann die übergeordnete Methode war dann eben die Familienrekonstruktion mit der Anneliese. Dann eine Supervisionsgruppe, es waren 6, 7 Gruppenangebote, die dort waren. Dann war es auch möglich, dort Beobachtergruppen zu installieren und solche Sachen. Also das war halt wirklich ein großes, also es war größer als wie Alpbach damals das erwähnt. Also es war wunderschön, ja. Und es hat auch gut gepasst, ja. Für die damalige Zeit. Und es ist schade, dass es momentan so brach liegt, weil ich glaube, dass wieder die Zeit reif wäre, in der Richtung was zu machen, was Größeres. Also ÖGG, übergreifend mit den anderen Sektionen gemeinsam was machen, nicht? Weil der ÖGG hat ein hohes Potenzial. Der ist immerhin jetzt nur, was die Psychotherapie betrifft, 12% der Ausgebildeten sind im ÖGG ausgebildet worden. Und davon sind wir von 1,7% bei der Entstehung des Psychotherapie, also wie die. Ja, bei der Anerkennung, wie die ersten Graduierungen waren, 92, haben wir 1,7% faktisch der Ausbildungskandidaten graduiert gehabt. Und jetzt sind wir bei 4,5%. Also wir sind relativ stark gewachsen und schließen wahrscheinlich noch mehr ab, weil es kommen erst die großen Lehrgänge bei uns, die halt viel abschließen. Du bist ja seit 10 Jahren Fachsektionsleiter. Was hat dich dazu bewegt, dieses doch sehr verantwortungsvolle Amt zu übernehmen? Was ist aber für dich so Meilensteine während deiner Periode, die du ja außerdem noch ausführst? Welche Erinnerungen hast du diesbezüglich? Naja, ich war ja in der Sektionsleitung, war vorher der Stellvertreter von der Susanne Schulze und habe diesen Ausbildungspart von der Psychoszene, wenn man so nennen will, mitgetragen. Und das war gerade so dieser Übergang nach DUK. Also noch, DUK ist 2005, glaube ich, gekommen oder 2006, also die Donau-Universität. Und da war für mich, also wenn man es anders sagen kann, Ich habe eine lange Leitungserfahrung im mittleren Management und die Sektion war klar, sie braucht eine Managementstruktur. Und zwar verwaltungstechnisch gesehen, gar nicht so auf der Führungsebene, sondern verwaltungstechnisch. Und das habe ich halt versucht aufzubauen, das war aber schon so von 98 weg. Und mit Unterstützung der anderen, und was mir sehr unterstützt haben, und dann bin ich halt hineingewachsen, ich habe erst wirklich Zeit gehabt, jetzt unter Anführungszeichen, ab meiner Pensionierung, weil ich mit einem Bein dann als Beamter pensioniert wurde. Und das hat jetzt ein Bein, ein ökonomisches Bein von mir.
Und dann habe ich mehr Zeit gehabt, auch das zu machen und das Know-how zur Verfügung zu stellen. Und über diese Struktur ist dann viel machbar gewesen. Und also das heißt, das hat sich vollkommen umgeändert, weil die Begegnung, es waren zwei Welten. Es war die Welt eines privaten Trägers und Vereins, der hat sehr auf protagonistenzentrierte Vorgangsweisen unterwegs war. Und das andere war die Begegnung mit der Donau-Universität, wo eine reine Verwaltungs- und universitäre Verwaltungsstruktur war und wo wir uns die Köpfe über Maffenblut geschlagen haben. Also was wir alles glaubt haben, was da geht und nicht geht. Ja, und die haben gesagt, das geht nicht. Punkt. Ja. Und, ja. Und dann haben wir halt versucht, ein Arrangement zu finden. Und das hat dann Auswirkungen gehabt auf unsere Struktur, Entwicklung unserer Struktur. Und da war eben sehr viel Suche, wie kann das gehen, wie kann das ablaufen und so weiter. Und aus dem hat sich das dann entwickelt und dann mit dem Know-how, das ich gehabt habe, war das eben machbar. Ja. Und hat sich dann auch positiv bewährt. Also das war, wenn man so nennen möchte, das war das Schöne an dem, es war viel auf dem Teil zu entwickeln, als Trägerstruktur wieder, dass die Lehre gut läuft. Also sonst waren immer diese Protagonisten zentrierten Sachen waren immer ein Albtraum für mich. Da muss man die Ausnahme machen und die Ausnahme und das gerade noch berücksichtigen. Und das geht bei 200 Studierenden nicht mehr. Das ist nicht machbar. Das geht bei einem Lehrkörper mit 60 Personen nicht mehr. Da muss man eine bestimmte Struktur einfach haben, auf die muss man sich verlassen können. Die muss auch funktionieren. Und sie funktionieren momentan. Du bist ja bekannt, dass du von Ideen nur so sprühst. Woher beziehst du diese Kraft? Was ist so deine Quelle für deine tollen und großartigen Ideen? Ja, die Quelle ist, und das hat natürlich einen persönlichen Hintergrund, aus wenig viel zu machen. Und das ist mein gesamter Werdegang. Ursprünglich war ich, wenn man so nervös trainiert oder erzogen auf die Rolle eines Arbeiters und war lang Arbeiter, war lang einige Zeit hat und kleine Extremsbereichen, aber viel zu machen. Nicht? Und es geht um dieses kreativ mit Situationen, mit engen Situationen umgehen, wenn man so möchte. Und das war so, das war meine ganze Entwicklungsgeschichte. So als Kleinkind hat das begonnen. Also das war so. Und darum fallen mir immer wieder die Dinge auf, was eng ist, was zwickt. Und es gelingt mir immer wieder eine Idee zu haben, wie man dann wieder was weiterentwickeln kann. Und wenn ich aber dann im kreativen Planen bin, oder halt wenn, so einmal, wenn ich Anreize genug habe, ja, dann sprudelt es, dann ist überhaupt kein Problem. Ja. Da muss ich ja aufpassen, dass nicht zu viel sprudelt. Ja, dann die anderen oft nicht mitkommen. Das sind die Angst, das ist zu viel. Das ist nicht zu viel, aber ja, es ist halt, es sind halt Möglichkeiten, die einfach aufzeigen. Was glaubst du, wie wird es mit der Fachsektion Psychodrama im ÖRGG weitergehen? Was sind da so deine Prognosen? Was wären auch so deine Wunschvorstellungen? Ja, eines ist aber eh schon gesagt, das ist diese B3-Geschichte, also das heißt der, wenn man so einen nicht-therapeutischen Bereich, dass der wieder stärker kommt und ausgebaut wird. Und wo eben noch Protagonisten fehlen zum Teil, also das ist auch noch nicht da. Und also die zu suchen und auch zu fördern. Und der andere Aspekt ist dann noch das Psychodrama, die Gruppenpsychotherapie auszubauen, nämlich in Form dieses Weiterbildungslehrganges, den ich jetzt gerade fertig gemacht habe und der jetzt ins Angebotsphase läuft und wo 2018 wir beginnen dann zum Lehren. Und ich glaube, dass das Format Gruppe für viele, die Einzeltherapie machen, eine Möglichkeit ist, da Zusatzkenntnisse sich zu holen und dass sich dort noch was entwickelt. Und das heißt, damit wächst diese Sektion wieder um 50 bis 100 Mitglieder, also das ist locker. Also ich würde so sagen, ein Teil der Kreativität geht ins Wachstum. Also Expansion ist bei dir groß geschrieben. Ja, naja, na ja, man das würde ich sagen, die alle, wenn man so eine wie Organisationsentwicklungsgeschichten sagen eigentlich alles, was ein Wachstum unter 5% ist, ist Stillstand.
Und wir wachsen jährlich. Ja, das kann man ja von der Nase ziehen. Und da kann ich eben nachher Nischen gefunden, wo das halt weiter möglich ist, weil es wird sich wieder zurück, wird wieder zurückkommen. Und das, was sicher herausfordernd ist für das Psychodrama jetzt im Bereich des RGG ist, ist die Zusammenarbeit mit der, wenn sie tatsächlich kommen wird, ist mit der Privatuniversität des ÖGG. Darauf wollte ich eh noch zukommen. Wie stehst du dazu? Was glaubst du, welche Möglichkeiten bietet diese Universität, diese Privatuniversität? Ja, ambivalent und zum Teil sehr kritisch, weil es eben nicht diesen Schwerpunkt hat mit der Gruppe. Also eine ÖGG, Privatuniversität zu machen ohne den Schwerpunkt Gruppe, ist für mich halt ja, nicht eine sehr gelungene Geschichte. Weil das, was gedacht ist, eigentlich nur ist eine, faktisch eine Privatuniversität, die eine Theorie vermittelt und wo dann mit sehr hohen Kosten und wo dann zusätzlich Normen die Methode an sich dazu noch aneignen kann, wo halt ein Teil oder einige Sachen angerechnet werden. Das, was natürlich schon geht, ist, ja, das muss man sich dann anschauen, wie das ganze Ding sich entwickelt, das kann ich nicht sagen. Ich glaube, und das ist ein 10-Jahres-Prozess, also so weit kann ich nicht in die Zukunft schauen. Das, was ich eher glaube, ist, wenn es gelingt, da Arrangements zu treffen, dann kann das für uns auch sehr förderlich sein. Und zwar in einem ganz anderen Bereich, nicht in der Therapie. Ich glaube, das sollten wir nicht wechseln, sondern im Beratungsbereich. Weil dann wird jede Aufstellung, jedes, was immer, wird ein Universitätslehrer. Und das ist ein Challenge. Und das macht natürlich in Zeiten wie diesen was aus. Weil das schafft dann Zustrom, Infrastrukturen. Also das braucht man. Wie kommt man Kontakt mit den Personen? Ja. Du denkst eher, dass der B3-Bereich der profitiert. Der profitieren wird und der profitiert. Kooperieren wird. Ja. Ja, der profitiert sehr stark, aber ich glaube, das tut, nicht? Oder sagen wir jetzt so also wie die Weiterbildung, auch jetzt für den Formatgruppe im Bereich der Psychotherapie, wäre dann eine Universitätslehrgang. Und das ist das Spannende. Nicht? Also das würde ich sagen, das tut, würde sich noch einmal niederschlagen, weil heutzutage alle ein Diplom haben wollen und nicht nur von einem privaten Träger, sondern wenn öffentlich-rechtlich, ja und so. Ja. Also da denke ich, das wäre mit der BU sicher ein Aspekt, der, wo ich nicht abgeneigt bin, wo ich glaube, dass das zur Vergrößerung führt. Aber es ist halt ein Prozess von 10 Jahren. Man muss es schon so sehen. Weil bis das startet, bis das durch ist, dauert noch 2 Jahre. Und bis also die Akkreditierung ist. Und dann schließen die ersten, was innerhalb der BU ist, schließen dann ab in 5 Jahren. Aber das ist für uns nicht das Interessante. Dem Moment, wenn die BU durch ist, können wir mit den Universitätslehrgang beginnen. Also das heißt, wir können in 2 Jahren losgehen. Und das möchte ich schon noch tun. Ja. Ich möchte dich noch etwas zum Monodrama fragen. Ja. Du hast ja auch Arrangementstechniken und Interventionen von der Gruppentherapie ins Monodrama übernommen und kannst du uns da erzählen, was du da gemacht hast und welchen Schwerpunkt du gelegt hast und wie du das modifiziert hast? Ja, es ist so, also die Einzelarbeit vor der Gruppe habe ich immer schon gemacht, auch dort im Heim. Also das war so, beispielsweise die eine Jugendliche, hat sie mit der Handkreissäge den Schneidermuskel durchgeschnitten. Dann ist sie in die Klinik gekommen, haben sie natürlich genäht, 15 Klammern. Und dann ist er mit einem Gips gekommen, mit einem Spaltgips. Und den wollte er nicht haben. Und dann habe ich vor der Gruppe mit ihm dort gearbeitet, mit dem Gips, mit dem einen Bein und mit ihm und was das Bein ihm sagt und so weiter und so weiter. Und das, über diese Einzelarbeiten, habe ich das dann auch angewendet, nicht, wo halt er das Bein gespielt hat und was das Bein braucht und er wollte eigentlich das Bein wegschmeißen, was er im Wetter hat und er wollte nicht aufpassen drauf, also eben aufgrund seiner Persönlichkeitsstruktur. Und das hat man dann wirklich so eine Zwiesprache zwischen diesen beiden Anteilen und hat man dann schön rausarbeiten können, den Kompromiss. Wir haben einen Kompromiss gefunden, er gibt den Gips runter. Das war das Risiko, weil ich war immerhin verantwortlich für das. Aber er passt drauf auf. Und das hat er durchgehalten.
das hat er wirklich durchgehalten. Also das war so der spannende Teil, wo ich dann sehr gestützt habe, dann nachher während des Wochenprozesses. Und der hat das wirklich durch. Die Wunde ist nicht aufgeplatzt. Und normalerweise, heutzutage würden die alle sich nicht trauen, weil von lauter Verantwortung, ja, also mit solchen Jugendlichen ist nicht anders gegangen. Und diese Sachen habe ich dann übergenommen, in der, wie ich dann im 85 habe ich begonnen. Ich habe vorher eher in Berlin Gruppen gemacht. Das war gemeinsam mit der Maria Schönherr, haben wir da Gruppen draußen gemacht, also drei Unterstufengruppen. Und da war halt dann die Entscheidung, so 85 gehe ich aufs Internationale, im Sinne von, dass ich jetzt Reisender werde, oder dass ich mich stationär wo niederlasse. Und habe mich dann eben entschieden, in Wien eine Praxis zu nehmen. Das war da die Billersdorfgasse. Und habe dann im zweiten Bezirk also eben diese Wohnung gemietet. Und damals war das noch alles geheim. Man hat noch nichts hinschreiben dürfen mit Psychotherapie. Es hat Anzeigen gegeben zu diesem Zeitpunkt wegen Kopfhuscherei, wenn man eine Bestätigung hergemacht hat. Das hat man nur Beratung schreiben können. Und nicht einmal selbst Erfahrung. Das war schon zu groß. Und bei einer Kollegin ist passiert, also in Bad Aussee, in diesem großen Kongress, wo die Mediziner sind, hat sie erzählt, das war Psychologin, dass sie Therapie machen, wie sie das macht. Und um 6 Uhr früh war die Exekutive bei ihr und hat das nach Hotel geholt. Mit Anzeige, mit Kupuscherei. Also das ist so, das war 87 oder so. Also es ist nicht, war damals andere Zeiten, das waren wirklich andere Zeiten. Und darum waren alle damals nicht freiberuflich, die Einzige, die wirklich freiberuflich war, war die Annelies Schigut. Und die hat aber auch einen Mann gehabt, der war Psychiater, dadurch war das auch anders abgedeckt. Und der Rest war ja alles halb professionell, nebenbei, und also so wie heute, eine ganz andere Zeit. Und ja, und da habe ich eben das Monodrama begonnen, dann wie dann mit Klienten zum Arbeiten begonnen habe und Gruppen gehabt, also meine erste Gruppe gestartet habe, also 85, 86. Und da habe ich eben begonnen mit Sesseln zu arbeiten, also mit Stühlen. Das heißt, wo man mehrere Sessel aufstellt, die faktisch einkleidet wie Personen, aber es waren eben oft gleiche Sesseln. Oder dann habe ich eben beispielsweise so Hock gehabt, die ich da verwendet habe, wo ich aber mit Pölster dann markiert habe, wer war da, war die Mutter, war die Großmutter oder was immer halt diese Rollen da waren, was in dieser Szene da notwendig war. Und dann habe ich diese Technik verwendet am Anfang, wo die tatsächlich sich hineingesetzt haben in diese Rollen, also wirklich hineingegangen sind. Und das war manchmal sehr, wie sagen, mühsam. Erstens einmal, dass die überhaupt nicht hingehen. Dann zweitens, dass sie das machen. Und jetzt mache ich es eher so, dass ich mit ihnen aufstehe und faktisch hinter diese Sessel gehe und mit ihnen die Rollen dann wechseln kann und dort hineingehen kann. Und da vielleicht viel flexibler zum Arbeiten kommen in 45 Minuten oder in 50 Minuten. Man hat ja nicht viel, man hat die Startphase, nicht Anwärmphase und dann kann man spielen und so weiter. Das, was ich immer, oder nicht immer, aber sehr oft mache, ist, wenn die Klienten sehr verwirrt sind, also sehr viel los ist, dass ich einfach, ich habe viele Sessel stehen im Raum, da sage ich, welchen Sessel willst du aussuchen, gehe mal hinter diesen Sessel, hinter diesen Stuhl und übernehme die Rolle von jemand, wer immer dich gut kennt und der beschreibt jetzt deinen Zustand, wie es dir geht und was die Gründe sein könnten. Und über diese Dissoziierung geht jede Menge an Möglichkeiten, werden aufgebaut, manchmal mache ich das Spiel dann, das bewerte ich die Szene aus, welche Eigenschaften sind oder was immer. Also, und das ergibt ein großes Potenzial. Und der Gruppenraum ist relativ groß und ja, und das stört überhaupt nicht. Wenn die Klienten das gewohnt sind, das läuft, das kennen sie, dann sagt ja, dann muss ich wieder. Ja, und dann ist es gleich. Aber von dort könnte man das anders hören, wie es jetzt ist. Nicht? Okay, dann gehen sie über. Früher bin ich mitgegangen, das brauche ich heute alles nicht mehr. Das ist auch dann nicht so drüber und die gehen rüber, die bleiben auf meinem Sessel stehen. Also das ist so. Vorher habe ich es mitgenommen, bin wirklich, wie es in der Gruppe war, bin mitgegangen mit den Protagonisten und halt bleibe in der Nähe der Protagonisten stehen in der Gruppe. Das ist, geht jetzt
und es geht, also es funktioniert sehr gut. Und, er, nicht, und das, was es macht, ist dann ein Perspektivenwechsel, dann die Rollenflexibilität wird erhöht und die Rollenreflexion wird erhöht, also die Reflexion über den Prozess, was gerade abläuft. Und das ist, wenn man so nennen will, kurz gefasst, das ist die Qualität von so einem szenischen Arbeiten. Mit dem, mit diesem Monodrama, mit dieser Monodrama-Struktur. Mit dem, wie die Barbara das gemacht hat, mit diesen tatsächlich Objekte anders zu benennen, und die schaut genauso aus wie meine Mutter, mit denen habe ich nie anfangen können. Das war mir zu lange. Weil das geht sehr schnell und bringt einen großen Prozess. Und dann habe ich noch die Möglichkeit, 10 Minuten oder eine Viertelstunde faktisch Rollenfeedback zu machen. Das ist ein Gang an den verschiedenen Rollen. Und dann haben wir die Prozessanalyse, was ich selbst jetzt mitnehmen. Also das war das Spannende an der Geschichte. Und das habe ich dort begonnen zu entwickeln. Habe das auch demonstriert. Damals noch in der Ahnstraße bei der Annelies. Da haben wir unsere schon fix damals gehabt. Und da war eben, da hat eben die Barbara eben versucht, ja, sagst du, machen wir nicht, haben wir nicht, was gewesen, 88 oder so. In dieser Zeit war das alles. Also das war mein Zugang zum Monodrama, und darum habe ich die Barbara verstanden. Ich habe diese Zeit halt nicht so gemacht, wie es ist, so, so ausführlich. Weil die hat eine sehr feine Klinge gehabt, sehr genau. Mir geht es eher um die Entwicklung vom Prozess und nicht die Details. Weil die Details manchmal blockieren. Und da waren wir unterschiedliche Ansichten, da haben wir öfters auch darüber diskutiert. Ich sage aber, ja, der Weg ist das Ziel. Und das Ziel haben wir beide. Versuchen wir beide zu erreichen und haben es auch erreicht immer wieder. Ja, also das zu dem Monodrama, also mein Zugang zum Monodrama. Und da habe ich es also sehr gut verstanden. Also das, was bekannt ist, dass ich ein Anhänger des Formats Gruppe bin. Und die Qualität des Gruppenprozesses sehr schätze und auch nütze. Das heißt so, wie ist es möglich, einen tragenden Gruppenprozess überhaupt zu gestalten? Wie ist es möglich, diesen tragenden Prozess auch so zu halten, dass es tatsächlich, also dass es auch ein Gewinn ist für alle? Und nicht nur, dass sie halt Rollen übernehmen oder so und dann halt ein Rollenfeedback geben und dann halt das Sharing, sondern wesentlich mehr. Es geht um diese Anteilnahme, um das Herstellen auf einer bestimmten Ebene des wohlwollenden Ohrs, des Zuhörers. Und das ist eine Qualität, die ich bei anderen Gruppenformaten nicht erlebe. Das ist so, das rauszuarbeiten und dass du tatsächlich alle mitgehen, dass die Betroffenheit auch mitgeteilt wird. Das ist meiner Schätzung nach auch schon 30-40% der eigentlichen Therapie. Also dort, wenn man so nennt, beschreibt der Moreno auch die Qualität einer Gruppe, nur nicht so präzise, weil der Unterschied ist schon der, wenn ich mit Gruppen arbeite, sind das zum Teil Klienten im unterschiedlichsten Stadien. Und die dazu zu bringen, dass dieser Prozess wirklich gut läuft, ist halt, das ist die eigentliche, was man über die Qualität der Führer hat. Ja. Und daher bin ich so auf diesen Formatgruppe drauf und versuche das auch zu vermitteln. Und ich glaube auch, dass ich es vermitteln kann. Das macht die Kraft einer Gruppe. Und es ermöglicht dann, die schwierigsten Themen zu besprechen. Also, was ich, was halt wirklich an traumatischen Erlebnissen manche Leute haben, wo sie dann was im zweiten Jahr oder im dritten Jahr dann bringen können. Das dauert halt. Aber es bedarf eines bestimmten Settings, und ich glaube, dass da zu wenig drauf geachtet wird. Oder wenn man nur versucht, Techniken abzuhandeln, kriegt man diese Dynamik dieses Prozesses, dieses wohlwollende Ohr, dieses verständnisvolle Ohr nicht so sonst zusammen. Sonst wird es nur von den Therapeuten getragen, aber es muss die Gruppe tragen. Der Therapeut kann den Prozess steuern, aber das ist der Unterschied, also von der Sichtweise. Vielleicht sollte man da noch extra mal reden. Aber ich glaube wirklich, die Gruppe ist das Agent. Also da bin ich nach wie vor überzeugt. Und es ist egal, wie groß sie ist. Bei kleinen Gruppen muss man anders arbeiten, wie mit größeren, und ganz großen sind überhaupt schön zu arbeiten. Also je größer, umso schöner. Und eben zum Unterschied, wenn man keine Hilfe sich hat, außer Co. Und
sagen wir, was ich eine 15er-Gruppen hat, ist das schon, wenn man diese Qualität einmal zusammenfassen können, dass das auch hält. Und das ist nicht selbstverständlich. Und da gehört eben dieser Teil dazu, dieses Verständnis auf der Begegnungsbühne des Austausches, der Reflexion und der Ich-Bezogenheit, dass das hergestellt wird. Und wenn das nicht hergestellt wird, läuft die Gruppe nicht. Und das warm ab. Ja, gut, jetzt könnte man weiter tun, was immer da im Höhe. Und da ist zum Beispiel schon so ein warm ab sehr entscheidend, wie der Prozess heute läuft. Ja, das zur Gruppe. Sind wir noch Fragen? Gut, dann danke ich sehr, sehr herzlich. Es war sehr, sehr ausführlich und sehr, sehr spannend, dazu zu hören.